Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier spielen zu dürfen, gerade weil es im April, Mai danach aussah, dass ich erst im nächsten Jahr hier hinkommen kann. Umso mehr freut es sich, dass ich heute schon hier spielen darf. Es erwartet Sie ein Programm, sehr bunt gemischt von sehr verschiedenen Komponisten mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Ich werde an drei Stellen im Programm kurz über die folgenden Stücke sprechen. Das erste große Werk ist der Zyklus L'Ascension, die Himmelfahrt von Olivier Messiaen. Dieses Stück kann als das erste Meisterwerk des Komponisten angesehen werden. Er hat es mit Mitte 20 geschrieben, ursprünglich als Orchesterwerk und dann später, ein Jahr später, wenn ich mich nicht irre, für die Orgel transkribiert. Einzige Ausnahme ist der dritte Satz, der komplett neu für die Orgel geschrieben wurde. Ansonsten sind der erste, zweite und vierte Satz mit der Orchesterpartie fast identisch. Der evangelische Theologe Schleiermacher hat im 19. Jahrhundert gesagt, Religion ist Sinn und Verstand für die Unendlichkeit. Und ich finde es ganz interessant, dass ein evangelischer Theologe das auf den Punkt bringt, was Olivier Messiaen, einer der katholischsten Komponisten, die es überhaupt gibt, so eben auf den Punkt bringt. Gerade der erste und vierte Satz der L'Ascension hat einfach unheimlich viel Zeit. Sie dauern am längsten und geben der Musik die Möglichkeit, in Weiten vorzuschreiten, die gerade in unserer beschleunigten Welt heute fast gar nicht mehr zugelassen werden. Deshalb lade ich Sie ein, gerade im ersten und im letzten Satz dieses Gespür nach der Unendlichkeit mitzuverfolgen. Messiaen überschreibt jeden Satz mit einer Überschrift und einem Untertitel, der im Programm nicht abgedruckt ist. Den werde ich jetzt einmal vorlesen. Und daraus kann man schon sehr viel über die Musik erfahren, die sie gleich erwartet. Erster Satz. Majestät Christi, die Ehre vom Vater erbittend. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, dass dein Sohn dich verherrliche. Zweiter Satz. Heitere Halleluja-Rufe einer Seele, die nach dem Himmel verlangt. Wir flehen dich an, Herr, mach, dass wir in den Himmel wohnen mit dem Geist. Dritter Satz. Freudenausbrüche einer Seele vor der Herrlichkeit Christi, die die ihre ist. Danken wir Gott, der uns würdig gemacht hat, im Licht an der Erbschaft der Heiligen teilzuhaben, der uns hat auferstehen lassen und in den Himmel geführt hat, in Christus. Vierter Satz. Gebet Christi zu seinem Vater aufschreitend. Vater, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem ersten Werk des Abends. L'Ascension von Olivier Messiaen. Sind Sie noch wach? Ja, gut. Nachdem wir uns jetzt in hohen theologischen Dimensionen befunden haben, geht es jetzt auf die Erde zurück zu César Francs Prélude Fugue et Variation. Wo Messiaen an manchen Stellen vielleicht nicht leicht zugänglich ist, ist César Franck ein Komponist, der direkt das Herz trifft. So vor allem dieses Prélude, das es, ich glaube, in jeder instrumentalen Besetzung gibt, ist von César Franck original auch für zwei Klaviere transkribiert. Es gibt mit Flötenüberstimme. Alles, was man sich vorstellen kann, es ist eines seiner bekanntesten Werke. Vor allem das Prélude, die Fuge. In der Mitte ist ein Bindungsglied zwischen dem Prélude und der Variation, die eine Variation des Präludiums ist. Sie werden es wiedererkennen mit sehr charmanten Ergänzungen, die er
zum Prelütchen vornimmt. Die Melodie ist sehr sanftlich, Sie werden es merken, auch ein Stück zum Genießen. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich zu dem Stück jetzt sagen möchte. Viel Vergnügen damit. Wir sind jetzt schon fast am Ende, zumindest fast beim letzten großen Werk des Abends. Die zweite Sonate von Max Reger ist aus biografischer Sicht ein sehr bedeutsames Werk. Max Reger ging mit Anfang 20 zum Kompositionsstudium nach Wiesbaden. Währenddessen hat er sehr viele kompositorische Misserfolge, feiern müssen. Er verfiel immer mit dem Alkohol, Fresssucht, er hatte viele körperliche Leiden, psychische Leiden und wurde auf Drängen seiner Familie im Jahr 1898 nach Weiden in sein Heimatdorf zurückgebracht, wo er 2 Jahre lang lebte. In dieser Zeit entstanden der Großteil seiner Orgelwerke, von den 7 Choralfantasien bis hin zu der berühmten Fantasie und Fuge über BACH. In dieser Zeit regenerierte er sich wieder und wagte dann schließlich im Jahr 1900 den Sprung oder den Schritt nach München zu ziehen. Dort schrieb er die zweite Sonate, Opus 60, als sein erstes Werk nach seiner Genesung. In dieser zweiten Sonate finden sich ganz, ganz viele Aspekte seiner Leidenszeit. Vor allem im zweiten Satz, der Invokation. Sie besteht aus 3 Teilen. Den ersten Teil kann man als vollkommene Depression eigentlich überschreiben. Er leidet in der ganzen Musik, aber er schafft es nicht auszubrechen. Schließlich kann es aber nicht mehr in sich halten und es gibt den großen Aufschrei, der zweite Teil. Und es gibt kein Halten mehr, bis zum Alleräußersten geht die Musik, bis er schließlich in sich zusammenfällt, vollkommen kraftlos. Und nichts auf der Erde kann ihn noch retten. Aber vom Himmel. Vom Himmel hoch, da komme ich her, im leisesten Pianissimo, erlöst ihn von seinen Schmerzen und gibt ihm den Mut, weiterzumachen in seinem Leben. Das Weitermachen in der Musik passiert im dritten Satz der Introduktion, eigentlich ein klassisches Scherzo. Auch das ist das Einzige, was an dieser Sonate wie eine klassische Sonatenform ist, die Satzfolge. Dritte Satz ist meistens ein Intermezzo, ein Scherzo, auch hier. Der vierte Satz ist die Fuge, die abschließende, die in 2 großen Crescendi die Sonate zum Abschluss bringt. Zwischendurch wird noch ein kleiner Scherzo-Teil eingefügt. Aber im Grunde ist es eine sehr runde und typische Fuge von Max Reger. Der erste Satz ist einer der freiesten Sätze von Max Reger. Er hat kaum Stellen in diesem Stück, wo man Leiden hört, sondern es ist an sehr vielen Stellen eine sehr befreite, schöne Musik und mitreißend. Am Schluss gibt es einen, wie man es bei Reger nennt, einen apotheotischen Schluss, der die Orgel in Gänze zur Blüte bringt. Bevor wir dieses große Werk hören, gebe ich Ihnen noch einmal die Möglichkeit zum Durchatmen mit der Ligatura Y aus Kurtags Zyklus Jatekok. Ist ein Zyklus von über 200 kleinen Klavierstücken. Eines davon, das ich sehr gut auf der Orgel spielen ist, ist es diese Ligatura Y. Es ist ein sehr meditatives Stück, ein kurzes, kurzweiliges Stück. Holen Sie noch mal kurz Luft, bevor wir in das letzte große Werk des Abends einsteigen.